Ja, mein Name ist Oliver Müller. Ich bin Kandidat der Partei Die Linke für den Wahlbereich 7. Das ist Sugenburg-Lemsdorf und Siedlungsspielhagenstraße. Ich bin aktuell schon Stadtrat und Kulturausschussvorsitzender. Ja, unser Hauptziel ist natürlich, immer für die Bürger da zu sein, ansprechbar zu sein. Aber wir stehen für einen besseren öffentlichen Personennahverkehr. Das heißt auch eine bessere Baustellenkoordination. Wir wollen uns einsetzen nach wie vor für eine soziale Mietpreisstaffelung, für bezahlbaren Wohnraum und für den Erhalt des Klinikums in kommunaler Hand. Das sind so drei wesentliche Ziele. Ja, man muss natürlich immer versuchen, das Unmögliche zu erreichen, ja, um überhaupt noch das Mögliche dann zu haben. Also wir würden uns sehr freuen, wenn wir also in jedem Wahlbereich eine Kandidatin durchsetzen können. Das hieße dann 10 linke Stadträte in unserem und Stadträtinnen unserer Fraktion. Das wird Sie sicherlich nicht überraschen, dass wir natürlich mit der AfD keinesfalls zusammenarbeiten wollen mit Faschisten. Ich schicke gern voraus, dass natürlich auch wir Linke uns sehr freuen, dass Intel unsere Landeshauptstadt ausgewählt hat, hier ein neuer Standort zu werden für eine große Produktionsstätte. Aber mit der Freude kommen natürlich auch manche Probleme. Das haben wir jetzt, glaube ich, auch schon bemerkt. Ja, also die Wasserversorgung, die verkehrliche Anbindung, viele neue Menschen, die zu uns kommen wollen, was schön ist, aber was auch natürlich Probleme mit sich bringt, Schulen, Kitas. Insofern stehen wir natürlich bei aller Euphorie auch vor eine kritische Begleitung dieser Intel-Ansiedlung, vor allem im Sinne der Menschen, die schon hier leben, die auch ihre Probleme haben. Alle Unterstützung, die möglich ist. Wir stellen aber eben schon jetzt fest, dass es ja offenbar Abstimmungsprobleme gibt, wenn ich das mal so sagen darf, zwischen dem Land beispielsweise, den Umlandgemeinden und der Landeshauptstadt. Und wir haben nicht vergessen als Linksfraktion, dass es vor allem ja unser Grund und Boden ist, unsere Gemarkung, wo diese Ansiedlung erfolgen soll. Natürlich stehen wir für eine interkommunale Zusammenarbeit, aber wo wir niemals stehen können, ist, dass wir sozusagen Steuerungsprozesse aus der Hand geben, dass am Ende die anderen, das Land oder das Sülzetal bestimmt, wie wir in Magdeburg leben. Wollen. Insofern wäre es gut, wenn man da zu einem Modus wie Wendy wieder zurückfindet, der tatsächlich alle gleichberechtigt lässt, aber natürlich auch klar macht, wer Ansiedlungsort ist. Und die Wirtschaft, die Lokale, das war Ihre Frage, na klar, die ist zu fördern. Also es darf nicht passieren, dass Intel alles vom ganzen Kuchen bekommt und unsere Firmen, die vielleicht ja auch eine Durchstrecke überwunden haben, nun irgendwie große Augen machen und leer ausgehen. Da stehen wir dafür, dass wir Hand in Hand arbeiten. Also wir freuen uns zunächst, dass wir ja tatsächlich den Strombrückenzug gerade fertigstellen konnten und Sie alle wissen, was das für ein Problem schon darstellte, kurz nachdem der Tunnel ja nahezu ein Jahrhundertbauwerk auch immerhin fertiggestellt werden konnte. Sich jetzt erst auf den Weg zu machen zu solchen abenteuerlichen neuen Projekten, wo wir schon so schlechte Erfahrungen machen mussten, also kann nicht gut sein. Es wird Sie nicht überraschen, in unserem Wahlprogramm sprechen wir uns nicht für eine dritte Elbquerung aus. Ich glaube, wir haben erstmal andere Probleme zu klären, bevor wir uns damit befassen müssen. Ja, also auch wir sehen, dass es zunehmend Probleme gibt. Vielleicht liegt das auch daran, wenn immer mehr Menschen zusammenkommen. Das kennt man ja auch in der Nachbarschaft. Neue Nachbarn, da hat man unterschiedliche Erwartungshaltungen. Ja, auch eine Frage des Alters. Ich merke das auch selber. Ich habe das vor 20 Jahren als jünger Mensch auch anders gesehen als heute. Das fängt beim Parken an, bei ruhestörenden Lärm und so weiter. Hier ist, glaube ich, auch ganz wichtig, die Verantwortlichkeiten zunächst zu klären. Also wir haben ja diese Stadtwache seit gut 2 Jahren, glaube ich, dieses Modell, dieses Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit der Polizei. Aber auch da gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Mein Eindruck ist, dass zunächst auch dort nicht wirklich klar ist, wer Ross und Reiter ist. Ja, also wenn man Probleme hat, sagt der Stadtordnungsdienst, wir sind nicht zuständig, da sagt die Polizei, wir auch nicht. Und am Ende sind die Bürgerinnen und Bürger, die Einwohnerinnen und Einwohner alleingelassen. Das darf natürlich nicht passieren. Ja, auch wir haben natürlich die Klimawende erkannt und schon länger ja auch kommuniziert. Da ist gar nicht die Frage, ob man das will oder nicht. Es passiert einfach. Wir müssen uns also darauf einstellen und natürlich das Beste daraus machen, auch mit neuen Technologien. Aber man darf auch leider nicht die Augen davor verschließen, wenn man Magdeburger Kind ist. Dann weiß man, dass die Magdeburger Verkehrsbetriebe weniger mit der Verkehrswende zu tun haben, sondern überhaupt erstmal klarkommen müssen, sozusagen ihr Dienstleistungsangebot tatsächlich mit den Bedarfen der Bevölkerung abzustimmen. Das ist ja das Schlimme. Man muss ja froh sein, wenn überhaupt eine Bahn kommt.
kommt. Ja. Insofern wird das, glaube ich, darum sagte ich, ÖPNV ist ein besonderes Ziel, da müssen wir noch mehr tun. Ich habe neulich, wenn ich das noch sagen darf, in einer Stellungnahme der Stadt lesen müssen, bei der MVB sind der Stadtverwaltung die Hände gebunden. Also die MVB glaubt das wahrscheinlich auch so, aber es ist nicht so. Das ist ein 100%iges stetiges Unternehmen. Wir sagen an, die führen aus. Leider, also müssen wir diesen Punkt erstmal klarstellen. Ja, in der Tat ist auch das ja unser wichtiges Ziel im Kommunalprogramm, also Gesundheitsvorsorge für alle Menschen und vor allem auch die Pflege, pflegende Angehörige zu unterstützen. Wir werden immer älter und die Pflegebedürftigkeit steigt auch. Und der Grundsatz ambulant vor stationär, der gilt eigentlich, muss ich sagen, noch, wenn man, ich bin da auch selbst betroffen und weiß, was das heißt, wenn man da mal unterwegs ist als pflegende Angehörige, hat man manchmal den Eindruck, nee, dieser Grundsatz gilt nicht mehr. Magdeburg ist in keiner ganz schlechten Situation. Wir haben mehrere Klinika-Standorte, wir haben das Uniklinikum, worüber wir auch sehr froh sind. Aber das muss natürlich nicht heißen, dass wir mit einem verschuldeten Haus sozusagen nun zusammentreten. Man muss wissen, das Uniklinikum war schon verschuldet vor der Corona-Krise. Ja? Und das stimmt uns so ein bisschen sehr skeptisch. Denn wer Magdeburg-Kind ist, weiß, dass wir den Standort Altstadt mitten in der Stadt aufgegeben haben, um unseren Standort, das frühere Walter-Friedrich-Krankenhaus in Olfenstedt, zu stärken. Unser städtisches Klinikum. Das gibt man nicht so einfach aus der Hand. Wir stehen also für einen kommunalen Erhalt, weil wir eben diese Steuerungsprozesse nicht aus der Hand geben wollen. Alle Verhandlungen, die jetzt so laufen, so der Eindruck unserer Linksfraktion, führen leider zu dem Weg, dass am Ende das Land die Mehrheit haben will. Dann sind wir raus. Dann können wir über unser Klinikum nicht mehr entscheiden. Das kann nicht richtig sein. Naja, ich will jetzt keinen vergossenen Wein vor mir hertragen, aber Sie wissen, die Entscheidungen für die Entwicklung der Innenstadt, die sind natürlich Anfang der 90er getroffen worden. Heute würde man wahrscheinlich andere Entscheidungen treffen, also mehrere große Einkaufstempel nebeneinander, die sozusagen alle kleinteiligen Geschäfte in sich vereinen. Alezia in der Citykarree ist das Ergebnis dafür, dass wir eben einen Nordabschnitt haben, der eine schwierige Entwicklung nehmen musste. Auch dort ist ja einiges Positives passiert, Gott sei Dank. Aber die Situation ist so, wie sie ist. Also das wird nur immer im Zusammengehen mit den HändlerInnen passieren können, dort weiterzukommen. Aber ein Dreh- und Angelpunkt kann tatsächlich aus Sicht der Linken die Umgestaltung des alten Marktes sein. Da sind wir ja leider viel zu lange schon dran. Merkwürdige Wettbewerbe wurden veranstaltet, an die sich heute keiner mehr so richtig erinnern möchte. Insbesondere die Stadtverwaltung selber nicht, komischerweise. Und da ist auch leider kein Ende abzusehen. Und nur mit Wasserspielen und Springbrunnen, so wie ja der Plan jetzt vorsieht, wird das Problem der Belegung der Innenstadt nicht zu lösen sein. Aber der zentrale Platz ist eigentlich der alte Markt. Und wer da jetzt hingeht, naja, der nimmt den, glaube ich, gerade als Tourist nicht so wahr. Da müssen wir gemeinsam ran und Lösungen finden. Wenn er sich traut, auch in Widerspruch zu gehen, denn der Stadtrat besteht aus 56 Mitgliedern, die Verwaltung aus 3000 Mitarbeitenden. Und aktuell herrscht der Tenor, die Verwaltung hat immer Recht. Und wenn das Magdeburger Recht, was wir hier so gern vor uns hertragen, vielleicht etwas bedeuten sollte, dann vielleicht auch die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung. Also Widerspruch ist, glaube ich, wichtig, als Stadtrat zu führen.